Hallo liebe Darts-Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei deindart.de. Ich bin Max und ich bin eigentlich jetzt nur fürs Intro gerade da, denn wir haben heute mal wieder ein kleines Spiel zwischen Lars und mir für euch. Wenn ihr Bock auf mehr solcher Duelle zwischen uns beiden oder vielleicht auch mal mit einem von euch habt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal, damit ihr die Videos dann nicht verpasst. Jetzt würde ich sagen, fangen wir aber an mit dem Spiel. Viel Spaß. Hallo, liebe Darts-Freunde, jetzt auch von meiner Seite. Ich melde mich sozusagen aus der Kommentatorenkabine. Natürlich ist Max weiterhin dabei. Und ja, wir bullen hier jetzt natürlich erstmal aus. Und habe ich das gerade richtig gesehen, Max, dass du hier schon souverän dieses... Ja, natürlich, natürlich. ...für dich entschieden hast? Klar. Wie man mich kennt, erst souverän bullen und dann... Ja, aber das ist doch das erste Mal, glaube ich, dass du insgesamt in deinem ganzen Leben das Bullseye getroffen hast. Also Bull. Nö, wir haben es sogar schon mal auf Video. Ich habe es ja schon mal... In dem ersten Spiel war das genau das Gleiche. Da hast du das ausbullen gewonnen? Ja, ja. Ehrlich? Ja, sogar mit Vollbrill, glaube ich. So, lasst uns aber darüber nicht hinwegtäuschen, dass ich hier die ersten 40 Punkte gemacht habe, ne? Das war tatsächlich gar nicht so unsouverän. Ja. Cricket für die Leute, die es nicht kennen, würde ich gleich erstmal erklären. Schnell. Du hast die Zahlen von 15 bis 20 und dann natürlich das Bullseye noch dazu. Musst die Zahlen dreimal treffen. Dann erscheint der Kreis mit Kreuz, so wie bei mir jetzt oben links bei der 20. Genau, also bei einem Treffer wird ein Strich gemacht, beim zweiten folgt dann der zweite und der Kreis rundet das Ganze dann sozusagen ab. Genau, der macht das Feld dann so gesagt zu. Und wenn man der Einzige ist, der das Feld zu dem Zeitpunkt dann zugemacht hat, dann kann man auf dieses Feld auch noch Punkte erzielen. Deswegen habe ich eben schon 40 Punkte auf der Uhr, weil ich die 20 zugemacht habe mit 3x20 quasi, mit der Triple 20 und dann noch 40 Punkte dazu bekommen habe. Ja, und was ich hier spiele, ist ja überschaubar souverän, würde ich sagen. Der Sieger ist natürlich dann der, der am Ende alle Felder zu hat und die meisten Punkte. Soll heißen, solange man auch nicht mehr Punkte gesammelt hat, kann der andere natürlich noch nachziehen. Genau, so ist es. So, bisher sieht es ja ganz ordentlich aus. Lars jetzt auch mit seinen ersten Punkten, hat die Triple 18 getroffen und einmal die Single 18, heißt also 18 Punkte auch auf seinem Konto. Deswegen score ich jetzt noch ein bisschen weiter auf die 20, weil mir der Arsch ein bisschen auf Grundeis ging. Das Spiel ist jetzt auch schon eine Weile her, obwohl man vermuten könnte bei meiner Bartstolle, dass das in der Corona-Zeit passiert ist. Aber natürlich nicht. Wir sehen jetzt übrigens, Lars kommt mit großen Schritten näher. Ja, wobei du natürlich jetzt die 18 zumachst. Genau. Ja, und ich bin definitiv ordentlich in Zugzwang. Natürlich muss man sagen, dass der anfängt beim Cricket schon einen enormen Vorteil hat. Genau, so ist es. Also es gilt vor allem, wenn man mehrere Spiele macht, auch darum, den anderen überhaupt mal zu breaken. Es ist wirklich ganz schön schwer. Vor allen Dingen, wenn eben jemand so anfängt wie Max mit direkt mal 100 Punkten zum Start. Also das Feld zugemacht, plus 40 Punkte erzielt. Liebe Grüße an der Stelle auch an unseren Moderator Zucki. Gegen den habe ich nämlich mal mit der 180 angefangen. Ehrlich? Ja. So, aber jetzt zurück zu unserem Spiel. Ich lieg noch gut in Führung. Allerdings hast du jetzt die 16 auch zugemacht. Hast also mehr Triple bis jetzt getroffen. Und jetzt bin ich quasi in Zugzwang, denn ich habe zwar noch mehr Punkte, allerdings geht es jetzt darum, für mich die Felder zuzumachen. Hab jetzt. Warum hast du das eigentlich in dem Moment nicht gemacht? Ja, denn jetzt hast du. Das habe ich, genau, das wollte ich sagen. Das war ein taktischer Fehler. Du triffst jetzt solide die Triple 16 und die Triple 15. Und damit bist du natürlich wirklich extrem in Zugzwang. Genau. Überholst mich, ja, hast mich natürlich überholt und ich wollte halt die Felder zumachen, was in der Situation einfach falsch gewesen ist. Hab ja, also vor allen Dingen meinen Vorteil. Den letzten auf Bull, du hättest da ja gar nicht zumachen können, also im besten Fall triffst du natürlich das Bullseye, hast damit zwei Punkte, aber hättest ja eh noch einen dritten gebraucht. Genau. Das heißt, ja, es war praktisch, ja, wie du sagst, halt ein taktischer Fehler, aber man muss sich da auch reinfinden und reindenken, man spielt das Spiel ja auch nicht so häufig.
Wobei es auch ein tolles Training ist natürlich, weil es die Variabilität natürlich auch schult ein Stück weit auf Genau. die anderen Felder. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen reingekommen, habe das Bullseye schon zugemacht. Heißt, du kannst das, also du musst es jetzt treffen, hast es jetzt auch gemacht. Gewinnst also dadurch mit 169 zu 140. Hast mich also gebreakt. Und an der Stelle ist das Video tatsächlich auch schon zu Ende. Und ich würde sagen, das war's dann tatsächlich jetzt hier auch schon. Also sozusagen ein kleiner Einblick in ein, ja, in eine Spielvariante, die wir euch auf jeden Fall ans Herz legen wollen, die eine ganze Menge, wie soll ich sagen, Dinge mit sich bringt. Da gibt es natürlich auch Abwandlungen, dass man das Doppelfeld treffen muss, etc. Da kann man sich austoben. Und bei vielen Apps oder Trainingsprogrammen kann man das auch gegen Computer spielen. Also auch alleine gar nicht so schlecht. So, das war's jetzt mit diesem Video. Ich habe leider mal wieder den Kürzeren gezogen. Ich bin aber guter Dinge, dass sich das noch ändern wird. Und zwar haben wir noch ein paar Spiele in petto. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wenn es euch gut gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben unter diesem Video da. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal und natürlich wie immer allzeit. Good darts.